Uhr. Warum müssen wir drehen? Wenn wir da vorne auf die Zirka-Bingen-Hoffnung kam einer von vorne und ich habe mich dann so weit. Hallo ihr Lieben, wir sind auf dem Weg zur Metro. Wir gehen jetzt einkaufen und nehmen euch mit. Oder eher gesagt die Kamera. Das hört sich scheiße an. Ich fange nochmal von vorne an. Happy? Das hört sich scheiße an. Nochmal von vorne. Wir sind... Was soll ich denn sagen? Es ist voll das hört sich scheiße das an. Das hört sich scheiße an. Wir gehen jetzt in der Metro mit euch allen mal zum Sagen Hallo. Wir gehen jetzt in die Metro und nehmen euch mit. Was jetzt? Wollen wir mal einbinden? Wir wollen versuchen. Nein, die Maus ist jetzt eingeschlafen. Smurfy darf nicht mit. Die Maus ist eingeschlafen, die nehmen wir im Maxi-Cosi mit und das Tragetuch nehme ich nicht mit. Nein. Das wird schon alles so klappen. Wir haben gar keine Übung mit Baby einkaufen zu gehen, weil wir eigentlich nie einkaufen gehen und gar nichts machen, weil Lockdown und man kann gar nichts machen. Aber heute gehen wir in die Metro, Familienausflug in die Metro. Ganz wichtig. Ganz wichtig, diese schon auf dem Parkplatz zu tragen. Und man könnte sich bestimmt auch testen lassen, aber auch wenn der Test negativ ist, muss man eine Maske tragen, weil der Test ist nicht sicher. Muss man vielleicht mal die Strickjacke? Ja, die ist im Kofferraum, deine Strickjacke. Hallo. Hallo, Etty. Ah, die ist hier im Kinderwagen, war die noch drin. Da. Ja. Ja, so geht das. Ja. Darf ich sie so schieben? Ja, du nimmst doch deinen eigenen Wagen, oder? Boah, jetzt hat sie sich aber erschrocken von dem Gerüttel. Sie sagt, ihr müsst leiser sein. Guck mal, da gibt es Olivenbäume. Alvino, das wäre doch auch was für dich, ein Olivenbaum für Ungarn. Was wird so schwarz? Das ist, wenn du, also Olivenbaum, wenn du die Oliven lang dran lässt, dann werden die schwarz. Das ist keine andere Sorte. Nee, danke. Boah, ist das schwer hier hochzufahren. Oh, die ist hier dran. Ja. Oh, wir suchen so Teller mit Unterteilung für ja, eine Seite Kartoffeln, eine Seite Gemüse, eine Seite Fleisch. Nicht für uns. So Krankenhausteller. Da sind ja auch noch Teller. Sind Stück 5 Euro. Und das ist günstiger als die, die wir bestellt haben? Hier hast du sogar Muster. Alles. Kannst du dir die angucken, weil wir uns das auch so schwer vorstellen konnten. Ja, das ist eh hinfällig, ne? Ja, was heißt hinfällig? Verschoben. Denn wenn wir auswandern nach Ungarn, haben wir gesagt, diese Bolognese, was wir euch immer erzählt haben, dass wir die ja selber einkochen und vertreiben möchten, das machen wir dann von Ungarn aus. Boah, so tolle Teller. So richtig schön tief. Wow. Boah, 10 Euro oder 11 Euro so ein Teller, Wahnsinn, ne? Hier. 10 Euro. Ja, 11 Euro 6, aber schön. Molly sagt, sie möchte so 5 Stück davon haben. Ja. Hier sind auch diese Baguettes. Ach, Baguettes brauchen wir jetzt nicht, weil die essen wir nicht, ne? Ja, für dich vielleicht mal fürs Wochenende oder... Oder ich nehme dann diese Brötchen hier, weil die mag ich. Wochenende meinst du? Ja, die mag ich auch gerne. Dann mal was anderes. Vielleicht dafür Samstag dann, dass wir die machen können. Wollen wir Ausflug machen? Ja. 9,
9.5. Sollen wir dann zwei mitnehmen? Ja, ja. Ne? Waffeln mitnehmen oder was? Ne, wir haben so viele Kekse zu Hause. Hier. Du bist am Spielen? Nein. Wir haben hier auch so Körnerbrötchen, wenn du möchtest. Nee. Nee? Oder? Ich weiß nicht, die sind nur diese ganz normalen braunen, nicht so mit. Ach, da sind die mit. Hier Mohn und Körner. Ich brauche die nicht unbedingt. Brauchen wir Äpfel? Elster? Ne, wir haben auch noch welche. Oh, hier ist ganz, ganz kalt in der Gemüseabteilung. Brrr, die Maus ist aber gut zugedeckt. So. Ist auch richtig schön leer hier, ne? Oh, Alfalfa-Sprossen mache ich ja selber, aber guck mal, Radieschensprossen. Nee, haben wir noch. Ich komme sofort. Hier die Radieschensprossen, die nehme ich glaube ich mal mit. Hier sind diese Getränke, die der Calvino so viel trinkt. Na, wir haben noch 3 Stück. Haben wir davon noch von diesem Eistee-Zeug zu Hause? Ich würde jetzt keine mitnehmen, nein. 83 Cent. Eine Lage, die Gläser sind schön, ja, ne? Auf jeden Fall, weil ich esse mich gerne. Ich kann auch 2 Lagen mitnehmen, die halt, oder? Ja. Wir hatten überlegt, ach, jetzt geht das nicht mehr, Leute. Ja, warte. Reicht. Weil wir hatten 2 Wagen. Einen für den Maxi-Cosi, wo die Molly drin war, und einen für die Einkäufe. Aber wie ihr sehen könnt. Das können wir immer wiederholen, eine Lage, oder? Ja, eine reicht. Molly möchte lieber auf den Arm, deswegen ist sie auf den Arm. Beide essen die gerne, ne? Wir essen die gerne, aber so viel nun auch wieder nicht, ne? So oft. Die halten nicht bis Ende 24. Dann nimm mit. Ihr wisst, wir haben immer Krisenvorsorge viel gemacht. Und machen wir immer noch. Und weil wir ja auswandern wollen, haben wir gesagt, erst hatten wir gesagt, wir verbrauchen alles auf und holen uns da Neues. Aber wir fühlen uns unsicher, wenn wir es aufbrauchen. Deswegen... So, jedenfalls Windeln, ja, geben wir. So, jedenfalls haben wir gesagt, dass wir das dann mitnehmen im Container entweder oder wir verschenken das hier an Freunde und Familie und decken uns in Ungarn dann neu ein. Ja, wenn die noch einen Stand haben von vegan hier. Mononatriumglutamat in purer Form. Habe ich jetzt wieder zurückgelegt. Ich hole eben. Ja. Wir brauchen Brokkoli. Die haben hier immer ein super Sortiment an vegetarischen und veganen Sachen. Ich zeige euch das mal. Die haben sogar unseren Speck. Da, veganen Speck, der war eine Zeit lang überall ausverkauft. Der wurde nicht hergestellt. Hier Cordon Bleu nehmen wir immer. Die haben richtig viel Gedöns, sagen wir immer. Ersatzprodukte sind Gedöns. Und die haben wir schon mal probiert, die Würstchen. Die gibt es in vegetarisch hier und in vegan hier. Und wir hatten die veganen und die schmecken überhaupt gar nicht. Die schmecken richtig eklig. Die vegetarischen haben wir noch nicht probiert. Ah, hier sind die Windeln. Ich musste jetzt extra jemanden fragen, weil ich hier in der Metro noch nie Windeln gekauft habe.
Ja gut, die haben jetzt nur die Pampers, glaube ich, hier. Ich guck mal. Ne, Calvino, der rennt hier irgendwo rum. Den habe ich nicht gesehen, seitdem wir hier reingegangen sind. Der ist abgezischt. Eier brauchen wir noch. Windeln hast du? Nee, Windeln hatten sie nur Pampers und ich dachte, die haben hier eine Eigenmarke oder so. In Größe 3. Vegan gibt es ja auch nicht, aber nur Käse noch und dann können wir auch von okay. Einmal Wasser für euch, bitteschön. So, ihr Lieben, wir haben jetzt abgebrochen, das Filmen. Ja, das war das eine Problem. Man konnte halt schlecht filmen, weil überall waren Mitarbeiter. Das war aber nicht das größte Problem. Das größte Problem war, wie ihr mitbekommen habt, die Molly wollte raus aus ihrem Maxi-Cosi. Also habe ich sie getragen. Das Tragetuch hatte ich natürlich nicht dabei. Also hatte ich sie die ganze Zeit auf dem Arm. Keine Hände mehr frei. Und konnte dementsprechend schlecht filmen. Und dann kam noch die Windelexplosion. Egal, weitere Details möchte ich euch ersparen. Wir haben sehr, sehr viel eingekauft. Wir haben sogar hier hinterm Beifahrersitz eine Kiste Cola. So voll ist das Auto und wir haben ein Kombi. Also. Wir haben aber auch die Hundebox drin, den Kinderwagen mit drin. Ja, das stimmt. Aber trotzdem haben wir sehr viel eingekauft, obwohl wir noch dachten, diese Woche brauchen wir nicht so viel. Also es gibt einen riesen Food Hall. In Ungarn? Einkaufen fahren, dann ohne Hundebox. Ja, dann müssen wir alles zu Hause lassen, aber das ist ja kein Problem. Alle zu Hause. Ja, dann gehst du ganz alleine shoppen in Ungarn. Ja. Ja, ich habe dich auch gesucht, aber ich bin dann rausgegangen, Calvino. Ja. Ja. Das ist ja egal, wir können auch immer hier Amazon-Lager. Amazon-Lager. Die haben schon alles das, was wir nächste Woche kaufen wollen. Nicht ohne dich fahren, Calvino. Nein, niemals. Wenn, dann würden wir dich in einer Woche wieder abholen. Ach Quatsch, erzähl doch nicht. Ja gut, jetzt geht's der Molly Supi. Da ist sie. Jetzt ist sie ganz satt und zufrieden, ne Molly? Bist du satt und zufrieden? Ja? Ja, nein. Warum? Ach ja, ich schreibe mich eben an. Oh. So, jetzt bin ich angeschnallt. Nein, du machst trotzdem keinen Unfall, bitte. Ja gut, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.